Hey moin Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um den Schlagschrauber. Mich haben einige Kommentare und Fragen erreicht, ob wie denn das Ding noch funktioniert und ob das noch intakt ist und ob wir es noch nutzen, ob wir es noch haben. Und dann dachte ich euch, ich zeige euch einmal, wie es aktuell aussieht. Also kurz gefasst, das Ding funktioniert immer noch, wie am ersten Tag. Natürlich sieht es ein bisschen benutzt aus und natürlich auch, man sieht hier, wir haben noch nicht mit, sind nicht mit schonend umgegangen. An allen Ecken und Kanten ist halt was abgerubbelt. Aber das ist eigentlich, dafür ist ein Gerät auch da, soll ja nicht schön aussehen, soll gut funktionieren. Und das tut es definitiv. Verarbeitung muss ich sagen, ist sehr gut. Hier das Kabel hat auch keine Blessuren abbekommen, sitzt fest drin. Ich zeige das hier einmal so ein bisschen. Vorne ist das Metallgehäuse ein bisschen abgeschrabbelt, ist aber logisch, weil dann legt man das Ding immer wieder hier, legt man auf den Boden. Und da passiert es halt ganz normal, ansonsten Leistung hat er volle Pulle. Das Einzige, was nicht durchgehalten hat, sind diese Nüsse hier. Ich habe die 17er gebraucht, die ist jetzt hier, ist dieses Plastikgehäuse ist gerissen. Aber ansonsten erfüllt das die Funktion nach wie vor. Und ja, sieht dann nicht mehr ganz so schick aus, aber wir haben 4 Autos bei uns zu Hause. Und bei den 4 Autos haben wir jetzt jede Saison immer die Reifen gewechselt. Sommer, Winter, Winter, Sommer. Über 4 Saisons jetzt, also 4x4 und dann jeweils 4 Reifen, ist schon einiges passiert. Was wir uns neu gekauft haben dazu, das war mir wichtig, dass wir uns einen Wagenheber holen, wo ich meine, dass ich noch mein Auto aufbocken muss. Also ich bin vorher immer auf so, wie nennt man das denn, auf so Keile gefahren oder auf ein Brett, damit ich den runterschieben konnte. Übrigens habe ich hier gestern mein Auto wegrasiert, als ich aus meiner Garage rausgefahren bin. Neuer Schweller ist unterwegs, aber das tut gerade nichts zur Sache. Und da habe ich mir einen geholt oder drauf geachtet. Den haben wir auch schon ein bisschen länger Benutzung. So ein Rangierwagenheber, das ich einfach unter dem BMW mit M-Fahrwerk runterschieben kann und nicht immer das Ding hochbocken muss. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Arbeitserleichterung war. Der hält. Laut Amazon-Rezensionen haben auch einige immer gesagt, dass er Öl verliert oder sowas, aber da habe ich bisher gar nichts festgestellt. Den haben wir jetzt auch, glaube ich, schon ein gutes Jahr im Einsatz. Und man macht einen soliden Eindruck, ist auch sehr schwer, steht sehr stabil. Ist, ich weiß gar nicht, was der kostet, ich glaube 30 Euro, 30 oder 40 Euro, vielleicht auch sogar weniger. Passt perfekt in das Auto, ohne es aufzubocken. Damit hat er seinen Zweck erfüllt und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Geräten und das ist eigentlich so ein relativ günstiges Setup, was wir uns hier zugelegt haben, um günstig die Reifen zu wechseln und das einfach ein bisschen zu vereinfachen, also nicht immer auf Brettchen fahren oder einen Keil hochfahren oder alles per Hand abzuschrauben oder die Schrauben immer per Hand ewig rauszudrehen mit dem Standardkreuz, sondern einfach mit dem Ding und mit dem Schlagschrauber kommt man auf jeden Fall ganz gut klar und kriegt man auch die Schrauben gelöst. Also es dauert ein bisschen länger, da hat einer in dem Video mal gemeckert, dass das ja alles so fake-mäßig ist. Genau, ich zeige euch den einmal jetzt den Schlagschrauber im Einsatz. Die Schrauben sind jetzt letztes Jahr oder wann war das, im Frühjahr angezogen worden und wurden seitdem nicht mehr gelöst und wurden jetzt auch nicht vorgelöst, dass ihr immer sehen könnt, wie viel Power das hat und wie gut man dann die Schrauben lösen kann. Und das mache ich jetzt mal einmal exemplarisch, ich werde jetzt keine Reifen wechseln, aber ich schraube einfach mal eine ab, dass ihr so sehen könnt, wie gut das Ding hier funktionieren könnt. Wie gut das Ding hier funktioniert. Schraube ab. Und wie gesehen ging relativ fix. Und das war's. Also, den Rangierwagenheber wollte ich euch mal ein bisschen nochmal im Detail zeigen, so ungefähr ein bisschen mal anschauen können, wie das Ding aussieht. Geht man dann so einen Hebel, den gar nicht mehr benutzt. Genau, der ist hier reingeklemmt. Kann man hier reinpacken. Und dann pumpt man den hier hoch mit dem langen Hebel hier.
zum Verstauen kann man das hier wieder reinklären. Und dann muss man hier diese Schraube lösen, um den Wagen wieder abzulassen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist aber glaube ich bei allen Dingern so, die so funktionieren, dass das Auto manchmal relativ plötzlich runterkommt. Also man muss den Schraubendreher sehr vorsichtig hier ansetzen und da sehr stark mit dem Gefühl rangehen. Aber ich denke, wenn das Auto aufgebockt ist und man es wieder ablässt, ist ja auch nicht so tragisch, wenn er ein bisschen flotter runterkommt. Ansonsten ist es hier zugelassen bis 2,2 Tonnen. Die maximale Hubhöhe von 80 mm und minimale Hubhöhe von 80 mm, maximale Hubhöhe. Und das Ding wiegt 16 Kilo, wie man hier sieht. Und das A und O und das Wichtigste war immer noch, den ohne Probleme hier drunter schieben kann. Man sieht, da ist auch sogar noch ein bisschen Luft zwischen. Also theoretisch, wenn ich mein Auto noch tiefer gelegt hätte, ich habe jetzt nur das BMW M-Fahrwerk drin, wäre immer noch ein bisschen Spielraum, um den Wagen hier bald runter zu kriegen. Jetzt zeige ich euch mal einmal, wo diese, genau hier ist sie. Also da ist noch, weiß ich nicht, kriegt ihr noch meine Hand zwischen, habe hier noch ein bisschen Spiel. Ja, knappe zwei Finger, würde ich einfach mal sagen. Breit und ich denke, für ein günstiges Gerät, wo man nicht immer auf Keile fahren will, das ist eine ganz gute Alternative. So, das Ding stelle ich wieder weg, mir wird kalt und das war's soweit von meiner Seite. Also haut rein, Jungs, ciao!